Ja, Halbzeit bei der Ausrüstung der Herren. Wir haben jetzt den Norden und den Westen abgefrühstückt, springen jetzt von der Westküste an die Ostküste rüber und haben jetzt hier im Bereich der Region Ost 15 Teams dabei. Das ist schwerpunktmäßig der Kieler, Plöner und der Norden von Ostholstein. Hier haben wir die Besonderheit, dass wir aus Kiel, dass da wir noch ein laufendes Verfahren haben, was die Meisterschaftsfrage angeht, dass da der Kreisligameister noch nicht hundertprozentig feststeht. Das heißt, da steht noch nicht fest, wer da antreten muss, ob nun Rot-Schwarz Kiel oder die zweite Mannschaft vom TSV Schilksee. Und im rechten Topf haben wir auch wieder mit dem Osterrönnfelder TSV einen Verein, der mit zwei Mannschaften vertreten ist. Das heißt, auch hier kann das nicht gegeneinander gelost werden. Okay. Gut, dann können wir starten. Ja. Unterlagen noch. Und schauen wir mal. Auch hier haben wir wieder ein Freilos im Topf. Der Griebeler SV. Erste Mannschaft Griebeler SV, Meister in der Kreisklasse C, in der Nordstaffel aus Ostholstein. Spielt gegen Meister der Kreisliga Kiel. Wie eben erwähnt, da steht noch nicht hundertprozentig fest, ob das nun der TSV Schilksee 2 ist oder Rot-Schwarz Kiel. Osterrönnfelder TSV 4. Die vierte Mannschaft vom OTSV Meister geworden in der Staffel 2. Tritt an gegen TSV Lensahn 2. Zweite Mannschaft aus Lensahn Meister geworden in der B-Klasse in Ostholstein. Dann haben wir den TSV Klausdorf 2. Der TSV Klausdorf 2 Meister geworden in der A-Klasse in Kiel. Gegen TSV Vineta Audorf. Vineta Audorf, Meister in der Kreisliga Rendsburg-Eckernförde gewesen und Aufsteiger in die Verbandsliga Nordost. TSV Heiligenhafen. Heiligenhafen, kurz vor Fehmarn aus Ostholstein, Meister geworden in der A-Klasse. Gegen die TSG Concordia Schönkirchen. Der Meister der Verbandsliga Nordost und Aufsteiger in die SH-Liga. Dann haben wir SV Holtsee. Holtsee, Meister geworden in der B-Klasse in Rendsburg-Eckernförde. Darf spielen gegen TSV Stein. TSV Stein, Kreisligameister in Plön und Aufsteiger in die Verbandsliga Nordost. Dann haben wir hier ein Freilos. Gegen Osterrönnfelder TSV 3. Ja, da freut sich die dritte Mannschaft vom OTSV. Die muss dann auch erst in der zweiten Runde eingreifen. VfB Kiel 2. Die zweite Mannschaft vom VfB Kiel, Meister in der B-Klasse in Kiel. Spielt gegen TSV Dannau. Dannau, Meister in der A-Klasse in Plön. Und die letzte Partie, SVE Komet Kiel 4. Vierte Mannschaft von Komet gegen Gegen, was bleibt noch rüber? SG Küren 2. Die SG Küren aus dem Kreis Plön, Meister der B-Klasse. Alles klar. Vielen Dank und hier auch wieder haben wir die Ergebnisse im Überblick. Sag mal, was ist eigentlich dein Lieblingstier? Der Zapfhahn. Genuss erleben. Flensburger Pilsner oder mehr hell als herb. Flensburger Edles Helles.